Hallo und willkommen zu Play Splinter Cell Chaos Theory. Es geht weiter. Mit 5 Frames. Hoffentlich nicht. Ah ja, wir waren ja hier. Ich mache etwas leiser. Optisches Kabel. Ah ja, wir haben letztes Mal durchgeguckt. Tür öffnen. Tür schließen. Ich schließe gerne die Tür. Gut, die. Fischer, diese Frachträume sind geflutet. Du musst die Hilfspumpe aktivieren, um sie leer zu pumpen. Und wie? Achso, da. Wenn ich die jetzt einfach aufschiebe, dann habe ich ein Problem. Da scheint jemand drin zu sein. Und hier ist du. Hilfspumpe. Da, Alarm. Super, ich weiß. Nein, ich mach sie nicht auf. Wir haben noch. Ausrüstung. Egal. Guter Plan B. Den hätte ich auch anders töten können. Das Ding ist zumindest. Oh mein Gott. Ein Glück habe ich den so getötet, nicht anders. Wenn ihr. Ich sag nur eins. Der Mann und Kettensäge. Horrorfilm. Danke. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Wir müssen einen Lichtschalter aus mehr. Naja, was soll's. Langsam schließen. Also, auf die aufschieben und nee. Ich weiß, dass ich sterben werde. Die Uhr. Gut, noch 8 Minuten. Ich weiß es einfach. Okay, es geht nicht. Wo ist denn diese Hilfspumpe? Die hier. Ich kann nicht eine Hilfspumpe benutzen. Die hier oder was? Aber wie? Ich will nicht schalten. R, B, T, 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 T. Ein Lüftungsschacht. Gut. Und weiter. Da drin müsste sich eine große Pumpe befinden, die du verwenden kannst, um den vorderen Frachtraum trocken zu legen. Ich werde sie suchen. Schrecklich. Hätten sie es zumindest aus Ego-Perspektive machen können. Wäre etwas ziemlich, aber. Oh. X2 hat sich gemeldet.
Ich habe keine Ahnung, wie dieses dumme Ding funktioniert. Ich habe mit dem Gegenwart gesagt, du sollst dich beeilen, sonst wird wieder laufen. Hast du mal drüber nachgedacht, dass wir, wenn ich einen Fehler mache, noch schneller absaugen könnten? Dann mach halt keinen Fehler. Du hast vielleicht wegen. Leise. Läuft hier jemand rum? Will jemand was? Also der ist jetzt auch tot. Falls er noch gelebt hätte. Pumpe aktivieren. Gute Arbeit. Die überfluteten Bereiche müssen bald leer geworden sein. Jetzt kannst du nach dem Fracht liefern, der zu Lafiala Fliehkommen gehört. Genau. Dass das jetzt so einfach war, hätte ich nicht gedacht. Ach, so einfach, doch so simpel. Und alles uncut. Kann er nicht schneller kriegen? Okay, er kriegt schneller. Aber auch nur in der Kurve. Okay, er kann nur ein bestimmtes Tempo. Ach, was macht Oliver da? Andersrum. Wenn ich draußen bin, dann zu. Oliver und ich überlegen uns, glaube ich, gerade ein Plan. Ich wette, dass Lacerdas Container sich irgendwo in diesem Frachtraum befindet. Der Frachtbrief müsste an seiner Seite befestigt sein. Ich werde mich mal umsehen. Da hoch, da hoch. Gute Arbeit, Sam. Sieht so aus, als würden diejenigen, die die Waffen an Lacerda geliefert haben, über Sturmmänner angehen. Über wen läuft die ganze Geschichte? Mercantil Costa Aguerda Securidad de Panama. Offshore-Banker? Ja, die von der zigarrenkauenden Sorte. Großartig. Ich liebe Bürokraten. Du musst immer noch die Frachtbücher finden, damit wir rausbekommen können, mit wem Lacerda sonst noch Geschäfte macht. Juhu, langsam schließen. Versuch's im Büro des Schiffes. Dort müsstest du fündig werden. Toll. Das ist für mich ein Grund zu speichern. Ich speichere gern und oft. Das hat man hoffentlich jetzt gemerkt. Nach meinen letzten Let's Plays. Hier kommen wir her, ne? Ich liebe ja Ironie. Aber manchmal ist echt zu viel des Ganzen. Wenn man sich gleich wieder ducken muss. Ist ja nervig. Nicht aus. Toll. So. Irgendwer hier? Nö. Ah, das ist immer gut. Ja, das auch. Da hinten, da hinten. Super. Noch näher, näher. Wir können jetzt erwarten oder was weiß ich. Spät. Kriegen wir noch hin. Und tschüss. Ein Leck hat sich gelöst. Tadam.
Ja, mein Name ist Herr Jones. Und Herr Jones sagt Tschüss, auf Wiedersehen. Das war Splinter Cell Chaos Theory von Jones 1.0 Spieletipps. Bye!